Und wollte drei Sätze aus der Laudatio vorher schon haben, dass ich um 20 Uhr rausschießen kann, statt was weg los. Von der Zeug, dass jemand wichtig ist, was ich sage über die Malo Dreier. Gibt es auch andere Leute, die darüber schreiben. Und dann wurde es plötzlich ein bisschen nervös. Und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht hören da jetzt mehr Leute zu, als du im Saal kommst. Und deswegen will ich jetzt gar nicht mit der Laudatio anfangen, sondern ich möchte eine Schuld begleichen. Eine Schuld, die ich im letzten Jahr. Nein, mal lesen. Letztes Jahr etwas Nonchalance ausgesprochen habe, nämlich sagte, ja, eigentlich müsste man Saumagen oder Rap machen. Und das habe ich dann natürlich wieder vergessen, klar, weil ich habe das nur so gesagt, dass jeder sagt, ja, geil, super. Habe ich vergessen. Was macht die Marlein Wittner? Marlein Wittner ist so die, die das ganze, den ganzen Laden hier mehr oder weniger im Griff hat. Das wissen wir schon, ne? Das ist die. Das ist auch wieder weiter. Macht dann natürlich so, ja, Chagon, kommst du dann, und musst so und so machen. Und dann hast du mal noch vor einer Woche nochmal so E-Mail nachgeschoben. Ich habe nochmal geguckt, du hast eigentlich versprochen, dass du einen Zaumarkt-Rap machen willst. Dankeschön für den Druck. Das habe ich gebraucht. So, diese Schuld möchte ich gerne einlösen. Ich habe einen Zaumarkt-Rap, ich habe 3-4 schlaflose Nächte verbracht, nur für diesen heutigen Abend. Kenner bezahlt mal, ist egal, ich mach's trotzdem. Oh, that's like...